So, Startpunkt der Tour, so Sulzen heute, ist die Graberalm. Jetzt geht's hier erstmal weiter. So, jetzt geht's erst zur Sulzenau-Alm und dann zur Sulzenau-Hütte. Nur eine kurze Info schon mal zum bisherigen Wegverlauf. Es steigt hier über echt viele solche Holzleitern auf und die könnte also echt rutschig sein. Passt da bitte auf. So, Rückblick auf die Graberalm, den Startpunkt der Tour. Hier links neben mir ist der Wasserfall und da geht es jetzt weiter nach oben. Geht jetzt links weiter nicht in Sulzenau erstmal. 15 Minuten. So, hier hat es auch ein bisschen Drahtseil noch zur Hilfe. Aufpassen, ein bisschen rutschig. So, und hier auf dem Weg kreuzt jetzt auch die Materialseilbahn der Sulzenau-Alm. Weil da sind wir gleich da dann. Ist auch schon die Sulzenau-Alm dann. So,
Wolfsnerholm nach einer Stunde erreicht und jetzt geht's zu der Sulzner-Hütte da nach oben. So, für den restlichen Aufstieg zur Sulzner-Hütte habt ihr dann zwei Möglichkeiten. Einmal rechts über den normalen Anstieg, angeschrieben mit 45 Minuten, oder links über den Wilde Wasserweg, angeschrieben mit einer Stunde. Ich zeige euch jetzt den Weg hier im Aufstieg, also den Wilde Wasserweg, und wahrscheinlich dann den normalen Weg im Abstieg. Könnt ihr jetzt auch schon die Sulzner Hütte erkennen. Von da komme ich her. Jetzt geht's da links weiter. Und da vorne ist jetzt auch schon die Sulzner Hütte. Sind wir gleich da. Ich bin jetzt etwas oberhalb von der Sulzner Hütte, die liegt da unten, und ich nehme jetzt noch den Sulzner See und die blaue Lacke mit über einen Rundweg, der von der Sulzner Hütte aus 1,25 Stunden dauert und auch bei der Hütte wieder endet, und den zeige ich euch jetzt noch ein bisschen.
mich her und hier ist jetzt der Sulzenau-See. So, und von der Abzweigung da ging es jetzt über diese Brücke oder Holzsteg hier nach oben. Jetzt geht's über die blaue Lacke da vorne wieder zurück zur Sulzenau-Hütte. Aus dieser Richtung komme ich jetzt her. Dort vorne seht ihr auch noch mal den Sulzenau-See. Und hier geht es jetzt zum Aperen Freige, beziehungsweise zum Hunsheim. Aber für mich geht es jetzt hier hinab in Richtung Sulzenau, an der blauen Lacke vorbei. Von da komme ich jetzt her. Der Weg führt jetzt also hier an der blauen Lacke vorbei, geht dann wieder hier zurück in Richtung Sulzenau-Hütte, die ihr da unten auch schon seht. So Leute, Sulzenau-Hütte ist wieder erreicht. Jetzt geht es dann wieder über die Sulzenau-Alm
zurück ins Tal. So, da oben seht ihr nochmal die Hütte und hier an dieser Kreuzung gehen wir jetzt links, weil ich da ja hochgestiegen bin. Deshalb geht es jetzt hier zurück zur Sulzenaualm erstmal. So Leute, jetzt bin ich hier unten wieder an der Kreuzung. Hier bin ich hochgestiegen und hier komme ich jetzt runter. Ich empfehle euch definitiv eher diesen Weg für den Abstieg, da der hier im Ausstieg sehr rutschig war teilweise. Genau, und jetzt geht's zur Sulzenaualm und dann wieder zum Parkplatz bei der Graberalm. So, hier ist die Sulzenaualm und da oben habt ihr auch nochmal einen Rückblick auf die Sulzenau-Hütte. Und da komme ich jetzt her. Und hier geht's weiter. Ja Leute, jetzt bin ich hier fast wieder am Parkplatz und ich sage jetzt auch schon mal danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Ciao.